Autsch, verdammt. Mann, da habe ich nicht aufgepasst. Scheibenkleisterich. Eine Bloodbank, ja. Bringt mir natürlich sehr viel. Nicht. War nur ein Scherz. War nur ein kleiner Scherz. Ah, ah, ah. So. Ah, zu viel los. Kackhaufen leer schießen, damit ich hier nicht eingekreist werde. Gott, da war er so langsam, dass er gerade von seinem Arsch eingeholt wurde. Habt ihr es gesehen? Kann er mal zurückspulen. Er kommt voll langsam, sein Arsch flog schon über ihn. So, das hier abknallen. Vielleicht gibt's da was Nettes. Nee. Gut, auf geht's. Du. Okay. Ah, da beschwert er seine blöden Kackdinger. Und verlangsamt die Zeit auch noch. Gut, hättest du erst die Zeit verlangsamen sollen, mein Lieber. Und danach diese Dinger tun sollen. Na gut, hast du fast hingekriegt. Ah, immer noch nicht, mein Lieber. Oh Gott, jetzt fliegt das Ding auch noch weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, nicht zu lange an dem Ding bleiben. Dankeschön. Und, ach, schade. Wow. Hm, schade. Nur ein blaues Herzchen. Bringt uns ja nicht sonderlich viel. Beziehungsweise, also ist blaues Herzchen schon gut, aber wir bekommen halt kein HP-Upgrade, weil wir keine roten Herzen haben. Verstehst du? Ich singe es, damit es besser verständlich ist. Da, jetzt können wir dahin. Aber ich würde den, glaube ich, nicht mitnehmen, Cube of Meat, weißt du? Oder nehmen wir den mit? Weil ich habe keinen Schutz sonst. Scheibenkleister. So, und jetzt gehen wir hier rein. Setzen Chariot ein. Zack. Und einmal das hier. Damage up. Nice. Das war cool. Das war richtig cool. Da rechts gab es doch noch irgendeine Karte, die ich mir, glaube ich, jetzt holen werde. Haben wir rote Tränen? Jetzt haben wir rote Tränen. Gut, 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 gut. Ja, wir gehen mal nach oben rechts, weil da lag noch eine Karte rum und wir haben jetzt gar keine. Also ist eine Karte besser als gar nichts zu haben. Würde ich mal sagen. Ne? So, hier rechts. Da war doch was. Flups. Cute Fool war's. Ja, okay, gut. Könnten wir einsetzen, wenn wir zum Beispiel in so einen Kampfraum gehen. Einfach Item aufheben und raus damit, ne? Ja. Nehmen wir mit. Blöd, dass wir jetzt die Karte nicht aufdecken können, aber ich glaube, Book of Belial ist da eine gute Sache. So, okay. Und ja, weiter geht's, ey. Der Run ist okay, ne? Der Run ist okay. Ich sollte mal weiter oben sitzen, oder? Ich sitze mal so. Oh, hi, ich bin Holly. So. Mit geradem Rücken und voller Stolz. Bin ich stolz darauf, dass ich so weit gekommen bin mit dem Blue Baby. Und dass ich es hingekriegt habe mit dem Chariot. Sehr geil, auf jeden Fall. Sehr geil. Na komm. Zack. Bessere Items werden. Besser, aber passt schon. Autsch. Ah, jetzt habe ich kein Cube of Meat, verdammt, ey. Wir brauchen unbedingt eine Pretty Fly oder irgendetwas, das mich schützt. Und ich dachte mir, komm, nimmst du doch einfach mal Meat, Cube Meat. Cube Meat. Ich kann seinen blöden Namen nicht aussprechen, ey. Weil da kann er ganze Zeit das Blue Baby angreifen und so. Aber das könnte auch ein Nachteil sein, ne? Weil dann spawnt er die ganze Zeit fliegen. Egal. Sind wir uns einfach einig, dass ich jetzt verkackt habe. Und jetzt auch immer noch am Verkacken bin. Wenn ich einen Automaten finde, dann müssen wir unbedingt dran spielen. Ich glaube, die Ebene werde ich jetzt auch durchsuchen nach einem Automaten. Ja, oder einer Spielhalle. Hatten wir eine Spielhalle in diesem Run? Nein, ne? Keine einzige Spielhalle. So. Ja, mit der Münze. Hoho. Den Geheimraum können wir auch nicht mehr sehen. Alles doof, alles doof. So, bisschen da rumschießen. Zack, 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 zack. Und jetzt, komm schon. Greif ihn an. Sehr gut, dankeschön. Hat ein bisschen zu lange gedauert für meinen Geschmack, mein Lieber. Flup, flup, flup. Da verschwinden die vor Angst. Vor Respekt. So. Oh, verdammt, Mann. Ich hab nichts, das mich schon. Ah, das war ein Fehler, ne? Ich hätte diesen blöden Meat Boy nicht beschwören sollen. Und wenn, dann die Super-Mega-Form. Das wäre gut. So, hier können wir jetzt. Oh Gott, da verliere ich meine Stimme. Das ist natürlich jetzt richtig geil, Mann. Das ist ein Item. Das hebe ich auf und muss jetzt weiter aufheben, wie ein Idiot. Aber es ist Loki. Okay, das ist gut. Der ist nicht so hektisch. Da könnten wir jetzt in aller Ruhe gleich mal ein bisschen einsammeln. Jetzt. Eifer und Pilz ist das, okay. Beautiful. Was mit Red Patch? Das kann ich ja eh nicht mitnehmen, weil wir brauchen das Polaroid. Das ist jetzt ärgerlich. Ah. Oh. Das spawnt er genau in mir.
So. Der altbekannte Trick. So, und viel hältst du leider nicht mehr aus. So. The Chariot. Nochmal The Chariot. Oh, vielleicht haben wir nochmal die Chance, da irgendwo zu landen. Und Red Patch gibt uns jetzt dauerhaft den Effekt, zufälligerweise? Nein. Schade. Okay, Polaroid, her damit. The Chariot. So. Wow. Ah, da kann sie sich nicht entscheiden, hier der Meat Boy. Wen er denn hier jetzt angreift? Die sehen alle so schmackhaft aus, was? So. Da ist der Bossraum auf jeden Fall. Und hier sind die Pupsis, die Pupsi-Dinger machen. Nein, behalt es. So, genau, jag sie. Töte sie. Oh Gott. Du bist aber aufdringlich, mein Lieber. So, komm, 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 komm. Und... yes! Und wir kriegen eine Kiste und in der Kiste ist folgendes. Ein rotes Herz, das uns sehr viel bringt. Oh Gott, Verfolgebomben. Scheiße, scheiße, scheiße. Genau, Cube of Meat Boy meinte ich. Cube of Meat Boy schon wieder. Gut. Ah, verdammt, die müssen das hier mal aufsprengen. Komm schon, leg sie um, leg sie um. Hier ist jetzt vielleicht ein Vorteil, dass ich den beschworen habe. So kann ich den einfach mal losschicken und er tötet sie für mich. Und du sprengst dich jetzt. Nein, hast du nicht. Okay, schade. Ich dachte, er macht sich jetzt selber Schaden ein wenig. Gott, ich habe doch so viel Damage-Upgrades aufgehoben. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt zu wenig Damage mache. Weg, 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 weg. Jetzt knabber ihn mal. Friss ihn endlich auf. Danke. Mann, 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 du brauchst aber auch Zeit. Du brauchst bessere Zähne, ja? Dir fehlt auch ein Zahn, du Idiot. So, ich würde sagen, wir suchen mal, da ist bestimmt der Geheimraum. Zack. Oder auch nicht. Upsi. Suchen wir mal die Ebene weiter nach irgendwelchen Shops oder sonst was ab. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Shops auf dieser Ebene? Ah, das muss ich mir mal merken, ey. Aber da gibt es einen Arcade Room. Nice. Da gehen wir doch mal rein und spielen mal ganz kurz. Befriedigen unsere Sucht des Stars. Ja, gleich. So, dann spielen wir mal eine Runde Hoffen auf Pretty Fly und werden glücklich, hoffentlich. Nein, niemand geht. Nein, kein Schutz für mich. Verdammt, dann gib mir wenigstens diesen Kackhaufen da. Oh Mann. Wenn ich mein Blue Baby von den Fliegen geschützt bin. Mann, sind wir eine grimmige Nonne. Ja, immerhin haben wir die Flylove und haben so einen schicken Kackhaufen jetzt auf dem Kopf. Verdammt, jetzt sind wir keine grimmige Nonne mehr. Wie hat mich dieser Laser nicht getroffen? Der war doch voll in mir drin, ey. Egal, ich frag mich. Ich bin einfach glücklich, dass es so ist, wie es ist. So, auf Wiedersehen. Ja, warum kläre ich jetzt die ganzen Räume noch? Weil wir vielleicht auf Last treffen, die uns dann vielleicht was Cooles droppt. Ich weiß es nicht. Was könnte es hier noch geben? Gibt es hier einen Shop? Ich weiß nicht, ob es hier einen Shop gibt. Balls of Steel. iPhone-Pilz. Verdammt. Balls of Steel war rot-weiß, ne? Baum ist rot-weiß, war es. So, her damit. Dankeschön. Und hi. So, einmal hier erledigen. Ach, jetzt wohnst du da unten. Du bist aber auch ein Feigling. Oder taktisch klug, ich weiß nicht, eins von beiden. Es ist nicht beides das gleiche in irgendwelcher Hinsicht da. Upsi.
So, her mit dem Schlüssel. 14 Schlüssel, 20 Bomben. Okay, davon haben wir jetzt erstmal genug. Komm schon. Ist das da unten jetzt der letzte Raum? Gibt es da vielleicht einen Bettler oder sowas? Ach du Kacke. Nein, kein Bettler. Aber dafür einen riesengroßen Haufen Krebs. Keine Ahnung. So. Alles zerstören hier. Einfach mit reinballern. Und hoffen, dass wir viele mitkriegen. So, auf Wiedersehen. Jetzt können wir zum Boss. Jetzt können wir zum Boss. The Chariot, genau. Das nehmen wir mal mit, weil vielleicht kriegen wir danach noch die Chance auf irgendetwas. Auf einen Teufelsraum. Da ist ein Geheimraum und wir kriegen Eternal Life. Das heißt, wir werden als Blue Baby mit Blue Baby wiedergeboren. Sind meine Augen überhaupt offen? Ja, ne? Meine Augen sind offen als Blue Baby. Ich lebe wieder. Aber ich glaube, das überschreibt sich eigentlich nur. Eigentlich haben wir die X-Augen und noch normale Augen. Und das hat sich einfach nur überschrieben. Verstehst du? Ich würde gerne hier mal springen. Wobei. Nee. Hier oben? Nee. Wenn dann irgendwo da links, ne? Scheiße. Gut. Oder Moment mal, ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir den Supergeheimraum finden. Und zwar hier. Das kommt mir so vor, als wäre er hier irgendwo. Na, schade. Ne. Und auf geht's. Bekämpfen wir jetzt mal ganz kurz hier easy peasy peasy weasy das It Lives Ding. So. Au, oh, verdammt. Ah, ich übersehe immer diese. Immer. Also, immer diese ich übersehe. So. Zerlegen wir dich erstmal hier. So. Ist echt ein Nachteil, dass wir keinen Schutz haben, Mann. Mist. Oh, wie geht... nein. Konzentration, Holly. Konzentration, Holly. Friss sie auf. Friss sie auf. Cube of Meat Boy. Natürlich ist sie schnell unterwegs. Oh, mein Gott. Komm, wir verlieren jetzt wieder zu viel. Oh. Hä? Habt ihr gerade gesehen? Die war gerade anders. Die war gerade eine Balls of Steel Pille. Hä? Die hat sich einfach verändert, als ich das Buch eingesetzt habe. Oder während ich das Buch eingesetzt habe, wurde ich zu einer Balls of Steel Pille. Was zum Teufel? Was ist hier los? Ich verstehe nicht. So, einfach mitten rein. Scheiß auf Bomben, ey. Komm schon, kratz ab. Geht doch. Oh, wir bekämpfen mal von rechts. Ist auch mal neu. Interessante Sicht. Kommt eigentlich sofort Isaac oder erstmal ein anderer Gegner, ne? Ne, erstmal kommt ein anderer Gegner, dann Isaac und bei der Blue Baby-Ebene kommt auf jeden Fall Blue Baby. Und wir haben jetzt wieder die Chance auf einen Teufelsraum, ey. Ah, ne, wahrscheinlich ist das ein Raum, wo wir einfach nur runter können. Verdammt, Tears up. Okay, Chariot, Polaroid und... Ach, schade, 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 Schokolade. Naja, dann gehen wir mal los und bekämpfen jetzt Isaac. So, da ist direkt ein Kampfraum. Öffne ich nicht. Nee, 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 öffne ich nicht. Der ist mir zu gefährlich. Oh Gott. Wie zum Beispiel das hier. Ich muss das hier mal sprengen. Ich brauche hier mehr Platz. Wow. Heilige Kacke. Danke, Gish. Da hast du mir den Arsch gerettet. So, jetzt wäre es aber cool, wenn du auch den mal treffen würdest, den alten Opi da. Oh, da fliegt es los. Und da fliegt es los. Ja, hast du nicht erwischt? Komm schon, fliegt da oben hin, Besen. Tötet die Gegner für mich, die nervigen. Danke. Also ist gut bei mir. Yes. So, gehen wir nach links oder nach rechts? Ich würde nach links gehen. Und was machst du da? Pinkelst du da oder was? Ach, verdammt. So. Ha. Ach, wir verlieren wieder zu viel Leben. Ach, guck mal hier, ein blauer Stein, sehr gut. Ah, du bist so ein Arschloch, weißt du das? Okay, ein blaues Herz und ein Schlüssel. Weghauen, bevor die anfangen zu schießen und uns hier Leben wegnehmen. Okay, der ging ja. Komm, dann gehen wir einfach mal rein hier. Zack, 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 zack.
Ach, das macht Spaß. Das macht irgendwie Spaß, wenn man genug Schaden macht, die dann irgendwie zu zerteilen und in kleine Gegner zu verwandeln. Das macht schon Spaß. Ja. Oh Gott, das macht keinen Spaß hier. Das macht auf keinen Fall Spaß hier. Blöden weißen Dinger, die kommen jetzt nochmal. Ah, doch nicht. Oh, guck mal, Girsch, deine Kollegen hier. Schau mal an, wir töten sie jetzt. Gemeinsam. Deine Kollegen. Ist der blau? Ich glaube, der hat eine Chance, dass er ein blaues Herz droppt, oder? Der blaue Gegner da? Nein, nur eine Münze. Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt mal die Schlüssel mit. Und sind einfach nur enttäuscht, dass es hier gar nicht zum Boss ging. Spring mal hier so ein bisschen. Nee, kein super Geheimraum. Schade, schade, schade. Vielleicht kommen wir da irgendwie in den Himmel, ne? Das wäre auch ganz cool. Deswegen spreng ich das. Ist so gerade meine Hoffnung. Oh Gott. Zwei Grits. Scheißendrick. Ich hätte den Cube of Meat nicht, also den Meat Boy da nicht nehmen dürfen. Verdammt. Das nächste Mal merke ich es mir. Eigentlich habe ich schon mal gesagt und das war auch logisch, verdammt. Naja, gut. Wir haben es immerhin bis zu Isaac vielleicht geschafft. Vielleicht finden wir noch einen Automaten oder sowas. Das wäre auch richtig cool. Ach, Mann. Okay, jetzt wäre ein Automat echt richtig cool. Oh Gott. Lass mal die töten, 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 töten. Blauer Stein. Sehr gut. Ups, Gott. Oh. Oh. Schon wieder. Das ist wieder so ein lustiger Zufall hier. Okay, her damit. Was ist das hier? Ace of Spades. Ja, weiß ich nicht, was es macht. Irgendwie, ich glaube, mehr Trinket, dass man die Chance auf mehr Trinkets hat. Oh, leck mich, ey. Leck mich einfach nur. Blödes Arschkopf-Ding. Ist einfach die Hoffnung wegnimmt. Mein Gott, dieser Raum hier. Zack, zack, zack. Einfach umgehen. Und nach rechts. Der ist doch bestimmt irgendwo rechts, der Boss. Ja, ja, ja. Schwüll. So, das ist ein echt ekliger Raum, weil er der ganze Zeit in der Mitte ist, ey. Wie soll ich den da jetzt treffen, Mann? Warum hat er keine Lebensanzeige? Muss eine Lebensanzeige haben. Weißt du was, ich spring das jetzt weg, ey. Dann spiele ich doch nicht mit hier. Wer bin ich denn? Jetzt liegt er da oben. Das findest du witzig, was? Das findest du echt witzig. So. Ja, ich habe ihn da oben hochgeschossen, ne? Mit meinen Tränen habe ich ihn da oben hingelotst. So, danke für die Bomben. Hallo, ihr zwei Greedies. Na, schön greedy oder was? Ah, oh, nein, Mann. Ich weiche voll schlecht aus. Gerade. Dodging Skills Level Tomate. So, ja, mit den Münzen, obwohl ich sie nicht brauche. Oh Gott, nicht du schon wieder. Das ist doch nervig hier. Ich muss hier Platz schaffen. Ein wenig zumindest. Upp. Und da fliegt sein Teil los. Komm. Dann beschwör mal deine süßen Gegner. Sehr gut. Upp. Oh Gott. Sloth. Ein wütender Sloth. Die Faulheit ist das, oder? Genau, die Faulheit, glaube ich, vermute ich. So. Judgment, ach, Moment mal, den kennen wir doch. Ach, verdammte Blödaxt. Mann. Ich dachte, wir kriegen jetzt den Bettler, du blöde Kuh, ey. Oh, jetzt weiß ich nicht, der Chariot, ist es möglich, dass wir da unsterblich werden und dann einfach ganze Zeit Herzen opfern können, aber wir haben ja gar keine Herzen. Wir haben gar keine roten Herzen, Mann. Ach. So, dann suchen wir jetzt mal den Geheimraum. Weil ich würde gerne hoffen, dass es da, na, sag schon, dass es da einen Automaten gibt, an dem wir spielen können. So. Nein, 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 Alter. Wir haben gleich noch eine Bombe. Und hier wär's gewesen. Du bist so ein Blödi. Und natürlich ist hier Greed in Superform drin. Wer denn sonst, ganz ehrlich?
Wäre voll lame, wenn jemand... Wenn hier ein Automat drin wäre. Das wäre ja voll lame, du. So. Okay, auf Wiedersehen. Wupp. Münzen ohne Ende, die ich brauche. Schade. Ich hoffe, man kann irgendwie 999 Münzen dann kriegen bei Rebirth. Das wäre doch ganz witzig. So. Auf geht's. Weiter mit unseren Superherzen hier. Und unseren spaßigen Gegnern. Na, alleine geht er ja. Alleine geht er. Aber wenn die zu zweit hier rumtouren, wie hier zum Beispiel, dann ist das schon ein wenig anstrengend. Aber den hätten wir eigentlich gleich. Wir müssen uns nur auf einen konzentrieren. Ach, wir haben ja hier Flylove, genau. Das heißt, die Fliegen tun uns gar nichts. Ups. So. Hallo, Isaac. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon, greif an. Gisch, mach ihn langsamer. Alter, wie ich gar nicht klarkomme hier mit den ganzen Tränen hier, die geschossen werden. Ah, fuck. Go. Ah, fuck. Rainbow Baby has appeared in Basement. Hui. Oh Gott, ey. So, und auf geht's ins Dingenskirchen rein. Scheibenkleister, ey. Wir haben voll viel Leben verloren. Okay, Moms Bra. Dieses Ding. Ich glaube, das droppt mehr blaue Herzen, ne? Ja, super. Ich habe keine Würfel, ey. Super. Toll. Boom, Bomben machen mehr Schaden. Damit kann ich Dinger besser an Dingsen. Scheiße, und zweimal Monstro, natürlich. Ah, mit euch komme ich klar, Das gleiche nur mit zweien. Wo ist das Problem? So. Nein! Verdammt. Die Fliegen, die lieben mich aber doch, oder? Super, einen hätten wir erwischt. Oh Gott. So, jeden fünften Raum wird jetzt so ein blaues Herzchen gedroppt. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Ah, ich hätte gerne so ein Schutz-Item. Und ich hätte gerne, dass er jetzt sterben würde. Vielleicht. So, langsam. Danke. Wheel of Fortune. Okay, da könnten wir spielen. Gut, machen wir mal ganz kurz. Moment, ich bin mal gleich wieder da. Moment. Yay, wir haben die X-Ray Vision. Hui, toll. So, wow. Das ist ja hier eine Versammlung der Arschgeigen. Ja, Arschgeigen, ihr habt richtig gehört. Und wir sind gleich tot. Scheiße. Nein, wir sind so weit gekommen. Irgendwann schaffen wir es endlich. Irgendwann schaffen wir diesen blöden... Das blöde Blue Baby mit dem Blue Baby. Oh Gott. So. Das Item. Keine Ahnung, was es macht. Droppt große Bomben oder sowas. Nein, wir haben auf jeden Fall diese X-Ray Vision. Das heißt, wir könnten die super geheime Räume so können. Das ist mein Ende. Oder bin ich zu langsam? Bin ich zu schnell? Kommt der. Und wir sind tot. Oh, Mist. Aber, oh, wir haben noch ein. Das gibt's doch nicht.
das ist ein Geheimraum. Alles klar, dann gehen wir mal kurz hier rein. Bekommt das hier. Super. Und hier ist der super Geheim. Was ist denn jetzt los hier? Ach, der kann sogar angegrenzt an dem sein. So. So, hier haben wir Sloth. Hier ist Aang, deswegen lebe ich noch. Verdammt, 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 verdammt. So, können wir mal die Tür hier aufsprengen? Das wäre richtig nett. Da könnte ich weiter. Das muss ich selber machen. Nein. Kann ich die nicht aufsprengen, oder was? Hä? Scheiße, geht nicht. Okay, in der Truhe geht's anscheinend nicht. So. The Lovers, natürlich, natürlich, natürlich brauche ich dich. Auf der anderen Seite sind natürlich auch nochmal die... Das ist ja jetzt richtig witzig. Alter Schwede, wie soll ich das denn machen? Das ist Schicksal. Scheiße, nicht geschafft, aber weit gekommen. Ich habe alles gegeben, es lief gut. Was hätte ich verbessern können, weiß ich nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Binding of Isaac wieder. Bis dann!